Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge S19 Colonia 1990. So, bei der letzten Folge haben wir hier aufgehört. Ich bin auch schnell wieder hergelaufen. So, fahren wir mal ganz schnell zum Shop. Weil ich hatte ja gesagt, dass ich, da unten ist er, einmal die Hauptstraße lang. Genau, fahren wir da oben. Ne, kann auch hier gleich rechts abbiegen und dann nach links. Ich will mir ja heute unseren schönen DDR-Trecker kaufen. Weil dieser Fiat ist ja nun nicht ganz so, ja, sagen wir mal, ostisch. Genau, hier ist ein Stoppschild, da ist ein Vorwärts-Beachten-Schild. Ja, ein bisschen schneller könnte der ruhig fahren, der Gute hier, aber naja. Ja, ich habe mir auch überlegt, bei 55.000, ich muss mal gucken, wie viel nach dem Treckerkauf noch übrig bleibt. Vielleicht kaufen wir uns auch gleich noch ein Feld. Obwohl, jetzt ein bisschen Geld muss ja noch bleiben für eine Seemaschine, aber ich glaube, die werde ich mir wahrscheinlich erstmal nur ausleihen. Zum Kaufen, wenn wir die Pinke Pinke wohl nicht haben. Rechts ist frei. Links auch. Ja, das ist mal ganz was anderes, mit diesem langsamen Teil hier zu fahren. Tja. Cool. Ich hoffe, dass es auch noch mehreren so geht, dass die so ein bisschen, wenn sie das alles hier so sehen, ein bisschen in die Vergangenheit entführt werden von mir. Warte mal, da ist eine Tankstelle. War da vorne der Shop? Ach ja, auf der rechten Seite ist die Tank. Ach, da ist ja der Shop. Ja, genau. Wäre ich ein bisschen weiter gefahren, hätte ich das gesehen. Ja, hätte man jetzt DDR vielleicht gespielt, hätte da vielleicht Minol dran gestanden. Ne, war das Minol? Ach Gott, war das echt Minol? Ne, Minol ist ja Frankreich. Oh Gott, bringe ich jetzt was durcheinander? Ich bringe alles durcheinander, das ist schon so lange her. Tja, da vergisst man wirklich schon einige Sachen, ne? Müssen wir hier rein? Ja, ich glaube, hier müssen wir rein. Dann nehmen wir mal ganz schnell die Vorfahrt, dem Jungen. So, hier ist... natürlich Motor aus. So, was können wir denn hier Schönes kaufen? Ah, aber nee, erstmal will ich ja den verkaufen hier. Wo ist verkaufen? Da hinten ist verkaufen. Ein schöner alter rostiger Tank hier. Ist ja geil. Fiat Group. Okay. So, dann würde ich sagen, für 52.000 verkaufen wir den erstmal. Ich hoffe, dass das jetzt kein Fehler war. Ich weiß gar nicht. Vielleicht hätte ich mal lieber gucken sollen, wie teuer der überhaupt ist. Ich hoffe, dass ich den jetzt überhaupt finde hier. Trecker. Ist das hier? Ist das hier? Ja, der ZT300C. Wie teuer ist der? 29.000 bloß? Der Fiat kostet so viel und 100 PS. Boah, der geht ja ab wie Tüte Mücken. Ja, aha, jetzt. Ja, genau, der Trecker ist das. Der ist so geil. Ja, den nehme ich. So, Design. Was nehmen wir? Nee, diese Lederlappen. Rundumleuchte. Nehmen wir da eine Rundumleuchte mit? Ja, ich würde sagen, eine Rundumleuchte nehmen wir mit. Bevor wir teuer ist. Ach, 100 Euro, das geht ja. Was ist das jetzt? Ach, hinten. Halt. Na.
Wir nehmen die 500. Ach, na komm, die großen nehmen wir trotzdem mit Reifenvariante. Radgewichte, ja, die würde ich schon ganz gerne mitnehmen. Boah, Zwillingsreifen. Ich würde sagen, die Radgewichte nehmen wir mit. Und wir nehmen ihn in einen typischen Rotton. Nee, aber Blau war, glaube ich, auch ein typischer Ton. Ne? Ich glaube, ja, der auch. Stimmt, die drei Farben. Hatten wir bloß den in drei? Ich würde sagen, wir nehmen ihn in Blau. So, und den kaufen wir uns jetzt. Yeah. Haben wir noch was anderes? Nee. Und kaufen. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie der sich anhört. Ach, siehste, ich wollte ja noch nach einer Seemaschine gucken. Ach, Mist. Ja, hier steht mein neues Gefährt. Fortschritt. Schöner Lüfter da drauf, Lüfterrad. Ist ja geil. Schöne Breitreifen. Ja, tagsüber waren wir mit den Reifen immer auf dem Feld und dann wurden sie abgebaut und dann Motocross mit den Mopeds. Na, das ist ja nur Schwachsinn. Was soll das denn? Na, das passt mir ja nun gar nicht. Aber der Motorgeräusch. Halt, ich hab vergessen einzuschalten. So, mal sehen von drin. Hier ist ja nix. Ist ja geil. Ich lenke schon wieder mit Tastatur, merke ich gerade. Obwohl ich wieder mein Lenkrad vor der Nase habe. Ach übrigens, ich nehme jetzt doch wieder in 1044p auf. Also die Qualität hat mir überhaupt nicht gefallen. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss dahin. Also muss ich jetzt nach rechts, dann wieder rechts und dann nach links. Ja, obwohl ich an der Qualität jetzt eigentlich mehr oder weniger nichts verändere. Außer mit 1044p. Boah, die Spiegel. Echt, sind die so groß. Was ist das? Was war das denn eben? Die Spiegel da oben. Oha, da gibt's wohl einen kleinen Fehler hier, wa? Okay, gucken wir von draußen. Die Spiegel. Die, ach, siehst du, schon habe ich wieder mich wieder verfahren. Ah. Die Spiegel gehen ab. Aber blicken tut er. Cool. Okay, hier können wir auch nicht übers Feld fahren. Manchmal, Gott, warum juckt mir jetzt die Nase? Ich habe das bei dem anderen Video schon gesehen. Da habe ich mir auch noch eine Nase gefasst. Den ganzen Tag hat mir die Nase nicht gejuckt. So, ich würde mal sagen, wir lassen ihn einfach hier stehen. Erstmal, wir gucken erstmal, wo wir jetzt einen Job machen können. Vielleicht können wir ja hier gerade mal das Feld 62 machen. What is the drove? Gerste. 62, gucken wir mal nach. 62. Da oben haben wir es ja schon. Hallo. Seit wann sind hier richtige Gesichter drin? Ist das hier von dem... Ist das von dem Ersteller hier von der Map? Cool. Oh, jetzt gibt's ja richtig Asche. War das hier drauf? Kartoffeln. Oh nee, da habe ich ja so gar keinen Bock drauf. Aber das hier oben, das nehme ich mit. Gäste. Ja, das nehme ich mit. Vertrag akzeptieren. Feld 62. Okay, eigentlich wollte ich ja nicht hin und her switchen, ne? Wo steht denn der Drescher? Ach, der steht da oben. Okay. Seid mir entschuldigt, dass ich es doch zu einmal so mache. Obwohl bei der kleinen Minimap wäre ich eigentlich in 2 Minuten da gewesen. Aber ich will ja jetzt nicht zu viel Zeit vertrödeln hier mit dem. Cool. Kriegen wir ja richtig Kohle. Dann können wir uns ja bald... Oh, ich habe immer noch 76.000. Können wir uns ja doch bald ein Feld kaufen. Wir werden mal gleich einen Helfer einstellen, mal ganz kurz. Und dann wollen wir mal gucken, wie teuer hier so die Felder sind.
Okay, ich werde doch mal leicht mit dem Lenkrad lenken. Ja, also eigentlich könnte man ja eigentlich das so schneiden. Die eine Folge fahre ich hin. So schnell, wie man hier fährt. Oder wartet mal, ich habe noch eine andere Idee. Nein, Quatsch. Drescher, kann ich nicht gucken schon wieder? Ne, das ist mit. Da kann ich nicht gucken. Ich brauche da oben. Oh, ich brauche echt eine Brille, ey. Dafür kriege ich vielleicht 84.000. Cool, könnte ich mir ja kaufen. Wen nehme ich denn? Nämlich den? Der sieht eigentlich besser aus, ne? Aber der hat mehr PS hier. Und hat 5.500 Liter. Der hat 5.000 Liter. Warte mal, ich guck mal. Yeah, obwohl, der sieht ja auch geil aus. Ich glaube, ich kaufe mir. Aber komm, damit das nicht ganz so schnell ist, ich werde den hier schnell verkaufen. Habe ich überhaupt, warte mal, habe ich überhaupt ein Mähwerk für das Ding hier? Hier, ne? Ja, hier, der ist er. 5,4 Meter. Ach so, oder ist das der hier? 6 Meter sogar. Boah, die Dinger sind ja riesengroß. Okay, ich würde sagen, ich verkaufe den. Ich möchte meinen Fortschritt haben. So, verkauft und das Ding verkaufen wir. So, dann kaufen wir schnell. Dann nehmen wir doch den hier. Der scheint wohl etwas fortschrittlicher zu sein. Das ist der E524. 516. Muss man das verstehen? Haben eigentlich beides das gleiche, ne? Ist egal, ich nehme trotzdem den hier. So, Konfiguration. Was hat denn jetzt? Warte, nur wegen der Farbe? Ach nee, hier. Ach nee, komm, wir nehmen Standard Blau. Kapazität. Ah, können wir auch noch erhöhen. Nehmen wir 5.500. Reifen. Ach komm, lassen wir Standard. 89.000, meine Fresse. Felgenfarbe. Komm, lassen wir so. Und jetzt schnell noch das. Halt, jetzt wollte ich doch schnell gucken, wie was für ein Mehrwerk ich dafür überhaupt brauche. Das E536 oder FK602? E536. War das jetzt das E? Oh, hab ich wieder vergessen. E635? War das E635? E536, genau. E536. E536, genau. Das kaufen wir, aber ich möchte das auch in Blau haben. Genau. War das das jetzt hier? Wofür ist das denn? Ui. Beschriftung? Ach so, wegen der Beschriftung. Ach komm, Quatsch. Lassen wir Standard. So, zack, zack. Und gleich rin in den Drescher. Ich hoffe, dass ich mit dem Ding überhaupt auf die Straße fahren kann. Oh. Da steht unser schöner Drescher. Geil. Ich glaube, die hörten sich so an, oder? Ich denke mal, da wird Thomas, der Landwirtschaftsprofi. Aber ich glaube, wir müssten uns dann doch irgendwann so ein Ding kaufen hier zum Transportieren. Ich glaube, wir kommen. Ich werde jetzt zwar jetzt mal dahin fahren, aber.
hoffe, dass ich richtig bin. Achso, da sind die Knöpfe. Ah, okay. Komme ich durch Schild durch? Ja, durch Schild komme ich durch. Welches Feld habe ich jetzt gesagt? Mache ich? Hallo, my friend. Feld 62, ne? Ja. Moment mal, wieso konnte ich denn nicht einstellen die Arbeitsgeschwindigkeit? Oder war da noch mehr? Ach, kacke. Na, ist egal. So, es ist dieses Feld hier. Leiter runter. Ach, das war alles. Aufklappen. Das ist ja geil. Die Klappe aufmachen ist... cool, dass man auch hört. Ah, guck mal, schön ein bisschen zur Seite. Ja, an diesen Anblick kann ich mich erinnern. Was ich letztens erzählt habe, wenn wir da am Strand waren, dass die dann so ein Dreier-, Vierer gespannt und solche Dinger da angekommen sind. Ach, das war schon geil. So, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Oder ich gehe mal rein. Ich fahre schon wieder mit Tastatur, sehe ich. Aber ich habe so das Gefühl, ne, oder täuscht das, man kann hier besser gucken, ne, mit dem Dröscher, hier mit links und rechts und so. Oder täuscht das? Ja, ich würde sagen, wenn ich mir diese zwei Felder dann irgendwann mal kaufe, werde ich auf jeden Fall die zusammenlegen, schätze ich mal. Aber das dann erst irgendwann. Na, wenn er da schon mal steht. Wo muss das hin? Wieder zu Whisky. Dann würde ich sagen, ich guck mal schnell nach, wie voll ist der? 61, naja, komm, hoch. 61, nee, einmal kann er noch ein bisschen. Dann stelle ich kurz einen Helfer ein. Und dann. Cool, jetzt haben wir uns schöne zwei Maschinen gekauft. Aus meiner Kindheit, sag ich mal, die ich in meiner Kindheit gesehen habe. Haha, sehr geil. Ich werde mal noch so einen kleinen Dings zulegen hier. Wie heißt der? So ein Transportwagen, so ein kleiner hier. Multicar habe ich schon gesehen. Den gibt es als Mod. Den werde ich mir auch noch besorgen. Ah, cool. Die Geräusche hören sich richtig geil an, wenn man umschaltet. Geil. Macht echt Spaß. Diese kleinen alten Ossi-Maschinen. Ich weiß gar nicht, es war jetzt nicht mein Feld. Jetzt müssen wir mal austesten, wenn man jetzt rüberfährt, ob man das Feld kaputt macht, ne? Hm, naja. Ja, dann müssen wir uns wie gesagt nochmal einen Ladewagen kaufen hier. Hier so ein Wagen hier für das Schneidwerk. Und ich muss nochmal gucken, warum ich nicht einstellen konnte, wie schnell er mähen soll. Weil, wie gesagt, das ist das einzige Mod, wo ich ein bisschen beschummeln werde, dass er hier nicht mit 10 km/h erntet, sondern halt eben, ich glaube, mit 17 oder so. 15, 16, 17 so in dem Dreh. Genau. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie lange brauchen wir, ich sag mal jetzt wir, auf welcher Leine spielen, wie lange brauchen wir, bis wir 1 Million zusammen haben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, dann mähe ich schon halb auf dem anderen Feld.
War ja klar. Oh, jetzt bin ich durchgefahren. Nee, er hat nichts zerstört. Oh, cool. Na nun, wieso mäht er nicht weiter? Muss ich echt zwischendurch jetzt aufhören, nur weil ich bei dem anderen Feld da drüben gewesen bin? Manchmal ist das ja so. Ja. Das hatte ich schon mal. Da hat er einfach nicht weiter geerntet, bis ich mitgekriegt habe, ah, okay, einmal Mähwerk hoch, Mähwerk wieder runter und alles funktioniert wieder. Vor allem bei den Aufträgen hier. Ja, also diese Karte, muss ich sagen, ist mal wirklich was ganz anderes als immer nur diese riesigen Klopperteile, obwohl mir die auch riesig Spaß machen. Aber man kann ja auch mal in Erinnerungen ne? Und so. So, ich will ja keinen Dreck hier machen auf dem Feld. Ja, das mit dem Lenken. Dass ihr das hört, ist natürlich richtig blöd. Das hätte ich gerne nicht, aber naja. Aber dann müsst ihr mit dem Mikrofon so vor die Gusche halten, dass das dann hier hängt und dann. Ich versuche mal, wenn ich so hart lenke, nicht zu sprechen, dann kann ich es beim Schneiden, beim Rendern rausschneiden. Ja, was ich noch brauche, ist natürlich einen anderen Anhänger. Da wollten wir ja auch einen etwas größeren holen, dass man vielleicht ein ganzes Feld immer auf einen Anhänger raufkriegt. Weil, jetzt, wenn ich das so sehe, fahre ich jetzt wieder wegen einem kleinen bisschen wieder noch einmal dahin. Cool, die Geräusche. Ich finde das einfach hammergeil. So, schnell hingeluppt. Die Geräusche sind so geil. Einfach nur geil. Dieser Spiegel. Waren die echt so weit da oben? Ich meine, an vieles kann ich mich erinnern, aber daran kann ich mich absolut nicht erinnern, ob die Spiegel wirklich so weit da oben waren. So, my friend, du wirst ausnahmsweise mal einen Helfer kriegen jetzt. Nein, erstmal Vorwärtsgang an. Motor an. Schneidwerk an. Und einmal einen Helfer bitte. So, versuchen wir dich schnell wegzubringen hier. Was tobt der denn? Ist ja doof. Oh, habe ich nicht richtig gerade gemäht? So, wie sich das gehört. Oh, hat der eine Kollision bis zur Straße? Echt so doll? Ja, so weit? Was, der ist schon wieder voll? Moment mal, ich muss doch mal ganz kurz rüberspringen. Wenn der jetzt ja schon wieder steht. Dann entlassen wir natürlich den Helfer. Okay, ich würde sagen, das Hin- und Herspringen mache ich doch. Weil das wäre sonst immer zu viel für die Aufnahmen. Wie gesagt, mit dem anderen Anhänger, das muss ich noch machen. Dann haben wir hier Bus. Cool. Okay.
Kann mir keiner, kann ich durchfahren? Oha, hier quillt er sich aber hoch, du mit seiner 100 PS. Ich hoffe bloß. Ui! Ich hoffe bloß, dass ich jetzt nicht wegen einem kleines bisschen wieder nochmal hierher gucken muss. Also ich glaube, wenn er das öfter hat hier mit diesem Geflacker hier drin, ich glaube, dann muss ich mal gucken, ob ich ein Update, ob es ein Update dafür gibt oder ...34% wurde. Ach, das steht jetzt da oben immer. Habe ich ja noch gar nicht gesehen. Dass da jetzt immer steht, wie viel schon abgegeben wurde. Okay. Nee, aber das Geflacker jetzt hier, das geht mir ja ein bisschen. Alles andere finde ich total affengeil bei dem Ding. Also die Hupe, das finde ich, naja. Ich weiß, dass nach der Wende viele so eine Hupe hatte. Ich glaube, meine Tante hatte das in ihrem Lader damals auch gehabt. Naja. Na siehste, haben wir wieder für eine Folge ein Feld gebraucht. Umgekehrt natürlich. Für ein Feld eine ganze Folge. 27 Minuten. Okay, der fährt nicht hier lang. Aber ich glaube, Frostzerstörung ist hier außen, wenn das nicht unser Feld ist. Ja. Schön mit Feuerlöscher da drinne. Nee, ist das geil. Na, kriegt er den ganzen Tank leer? Nö, oh Gott, wie oft müssen wir denn hier fahren? Da müssen wir ja noch dreimal fahren, Mensch. Dann würde ich sagen, bei der nächsten Folge an den Anhänger. Muss ich mal gucken, ob ich da noch welchen finde. Wie gesagt, wenn das nur so zum Durchfahren ist, ich meine, dann kann ich ja ruhig einen Drehschemel nehmen, das ist ja nicht so schlimm. Ich kriege ja gerade mal 4000 hier rein, das ist ja gar nichts. So, wird keiner kommen? Nö. Auch diese alten Betonstrommasten, die hier noch stehen. Ja, wenn ich mich mit sowas auskennen würde, naja, ich habe ja schon mal probiert, so eine Map zu bauen, aber ich habe einfach keine Zeit dafür. Ich glaube, da hätte ich mir auch mal so eine richtig schöne alte Ostmap gebaut. Vielleicht sogar hier von meiner Umgebung hier. Ja. Aber dafür fehlt mir einfach die Zeit. Ja, schon wieder. Sag mal, verfolgt er mich hier, der Typ? Immer wenn ich hier rauskomme, da kommt noch einer. Ah ne, der biegt ab.
cool, überall diese kleinen versteckten Felder hier. Auch ein bisschen bergab hier, ein bisschen abschüssig. Oh, schöner Feldweg. Was, der hat jetzt schon beendet die Arbeit? Kann doch gar nicht sein. Oh, hier ist ein kleiner Tümpel. Hier ist noch alles voll. Was das für ein Fauler. Ach nee, Quatsch, das war ja das andere Feld. Gut, ich werde ihn mal hier stehen lassen. Ich werde mal schnell... Ich hoffe, dass, dass hier noch ein bisschen Platz drin ist. Haben wir da hinten alles fertig? Da gucke ich mal lieber nach. Ja, ein bisschen Platz ist noch. Weil ihr habt ja letztens gesehen, ne? Oder das wisst ihr ja eigentlich auch. Jedes Körnchen, was oben drüber ist, geht in unser Geldbeutelchen. Naja, und ohne diesen ganzen Hilfen, Cosplay und Dings, ist es auch mal nicht verkehrt zu spielen. Hier habe ich noch was stehen lassen. Das könnten noch wieder zwei Brote werden. Oh, da steht ja auch noch was. Meine Fresse, hier steht ja überall was. Ist das bei dem anderen Drescher auch, sag mal, diese Geräusche, dass man das Korn so reinfliegen hört? Oder ist das jetzt bloß bei dem hier? Das ist mir so noch nie aufgefallen. So, ich würde sagen, ich mache das genauso wie bei der letzten Folge. Wir ernten das noch fix ab. Ich bringe das wieder zum Hof da hinten hin. Wir kassieren die Kohle. Und dann beende ich die Aufnahme. Aber ich würde sagen... 32 Minuten jetzt schon wieder. Ich glaube, wir kommen wieder auf 40 Minuten. Ich glaube, ich werde demnächst einfach aufnehmen, so viel, wie lange, wie ich Lust habe. Und dann werde ich einfach wieder schneiden, auch wenn Ole dann wieder seinen Tag und Tschüss nicht bekommt. Dann mache ich immer wieder diese 20 bis 25 Minuten Folgen. Ich glaube, das ist besser, als wenn man hier sich 40 Minuten... Oder ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, was euch lieber ist. Lieber mal ein so ein Feld durchziehen, komplett mit 40 Minuten oder teilen. Einfach spielen, 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 bis man keine Lust mehr hat und dann in 20 Minuten folgen. Könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das haben wollt. So, dann haben wir das Feld fertig. Feld 62, den nächsten Auftrag. Super. Ach, jetzt kriegen wir da doch gar nicht alles rein, oder? Oh, bitte. Ja. Oh, wenigstens das. Wie gesagt, beim nächsten Mal haben wir ja einen größeren. Dann müssen wir mal gucken, dass wir dann mindestens die... Ah, da hätte nicht mehr viel reingepasst. 96%. Dass wir beim nächsten, bei der nächsten Aufnahme mindestens einen 5000er kriegen oder so. Hier kriegen wir gerade mal 4000 rein. Oder wir gucken nachher mal schnell noch. Ich meine, dann können wir jetzt natürlich auch die 40 Minuten voll machen. Bei 34 sind wir jetzt, ne? 34. Oder wir machen es doch bei der nächsten Folge. Ach, wir gucken ja bei der nächsten Folge sowieso. Na, ich würde sagen, wir machen diesmal das nicht so lange. Machen wir 5 Minuten weniger wie letztens. Geben das schnell ab, kassieren die Kohle. Und dann... oder müssen wir das Stroh auch noch einsammeln? Ich hoffe ja nicht. Ich hoffe ja nicht...
Mit dem kleinen Anhänger quält er sich schon. Na, bin ja mal gespannt, wenn er einen 5000er hinten drauf hat. Wie er sich dann quält. Oh, bitte nicht mehr das Stroh einsammeln. Komm, mach Piep da oben. Ja, abgeschlossen. Ja. Yeah. Und da gibt noch mal extra Asche. Wie viel? Noch mal 2477 Slotty dazu. So, ich fahre das Wägelchen noch fix nach vorne. So, wo ich letztens aufgehört habe. Hier drauf, glaube ich, war das, ne? So, einmal beenden. Zack, da gab es nochmal 1000. Super. Jetzt habe ich wieder nicht aufgepasst, wie viel Geld ich hatte beim Anfang. Das Jobs nachkommen auf hier oben. So, einmal Licht aus, bitte. Das kostet alles Battery. Supi! Ja, Mensch, da bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr wieder so zahlreich zugeschaut habt. Wie gesagt, beim nächsten Mal, nächster Auftrag und einen anderen Auflieger, einen Anhänger meine ich. Auflieger ist ja bei ETS. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Haut rein. Tschüss.